Der war richtig in flotter Eile. Ja? Oh nein! 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 Ah. Was ist denn jetzt los? Oh nee, ne? Der Überfall. Jack und Joe werden dafür zahlen, was sie getan haben. Jetzt gehen wir was zu trinken holen. Ich hatte von Anfang an ein ungutes Gefühl dabei. Ich wusste, Karls Plan ist scheiße. Und trotzdem habe ich ihm die Führung überlassen. Warum war Herman nicht mit bei der Mission? Gegen den Kerl hätten die keine Chance gehabt. Er? Er ist stark, aber hilflos wie ein Kind. Ein verdammt großes Kind. Du verstehst das nicht. Herman ist fast taub. Er war früher der Leibwächter meiner Mutter. War schon immer da, soweit ich mich erinnern kann. So, da bin ich wieder. Nachdem sie gestorben war, blieb er in unserer Nähe. Einmal ging das Licht in meiner Unterkunft aus. Die Infizierten brachen durch ein Fenster. Herman versperrte den Weg und warf eine Granate auf einen Infizierten in der Nähe. Er überlebte die Explosion, aber verlor sein Gehör. In einem Kampf Mann gegen Mann ist er beinahe unbesiegbar. Aber wenn er von hinten überrascht wird, ist er so verwundbar wie ein Kind. Eine Wahnsinnskombination, vor allem für ihn. Deshalb bevorzuge ich es, ihn im Auge zu behalten. Manchmal frage ich mich, ob er auf mich aufpasst oder ich auf ihn. Ich glaube, wir müssen das später auch so machen, dass ich auch vielleicht nach einem guten Spieler suche. Heißt, der keinen Ton hat. Der hat einfach chinesische Musik am Laufen gehabt. Mach dir keine Vorwürfe. Es hätte viel schlimmer kommen können. Ah, ich hoffe, die war GEMA-frei, ey. Wenn ich auf mich gehört hätte, das hat sie voll gedröhnt. Das Sequenz ist doch scheiße. Du hast getan, was du der tun musstest. Der muss gemütet sein, damit du hast getan, was Karl wollte. Ja, aber ich lasse nicht zu, dass er den Basaren verdammt. Kannst du so ein bisschen dröhnen. Verstehe. Ich wusste auch nicht, was ich sagen soll, wenn das ein aus China ist. Klar, der konnte Englisch, aber ich kann ja kein Englisch. Ja? Du denkst, Jack und Joe also nicht so geil Englisch. Joe vielleicht. Er ist ein totaler Psycho. Und ein Dieb. Er wusste, die Peacekeeper hängen ihn, wenn sie ihn erwischen. Aber Jack hätte das nicht zugelassen. Ist zwar ein Feigling, aber er denkt rational. Nach der Quest müssen wir mal nach neuen suchen. Von nun an folge ich meinem Bauchgefühl. Unter meiner Führung wird sowas nicht nochmal passieren. Wenn du dich ein bisschen mehr beeilt hättest, wären vielleicht noch mehr unserer Leute am Leben. Ich dachte, ein Pilger wie du kann rennen wie eine verfickte Gazelle. Barney, halt den Mund! Was? Hätten wir ihnen rechtzeitig geholfen, würden wir jetzt Party machen. Keine Trauerfeier. Falls du deine Meinung änderst. Immer weniger. Er kann echt nerven. Aber eines Tages werden wir etwas Gutes für diese Stadt tun. Soll auch kein Diss sein zu dem einen da. Aber die anderen zwei, die waren echt gut. Schade, dass ich den einen. Aber der hat mir keine Vorsatzfrage gezeigt. Birdie, erzählt. Ihr standet euch nah, oder? Er versuchte sich als Dichter, zeigte mir immer seine Werke und sagte, die anderen Frage angefragt, dumm, um sie zu verstehen. Und ich erzähle, was war ich da? Er war ein guter Junge. Ich nahm ihn in die Gruppe auf, nachdem er in einer Dark Zone seinen Vater verloren hatte. Er war 10 Jahre alt. Ja, das ist ziemlich jung. Zu jung, aber er hatte sonst niemanden. Also nahm ich ihn auf. Wenn du es schaffst, diese Banditen zu erledigen, ne? Jack Arsch und Joe Loch. Glaubst du, die Herren Arsch und Loch umzulegen wird irgendwas ändern? Der Tod ändert normalerweise schon etwas im Leben eines Menschen. Karl hatte Unrecht. Wir hätten sie gleich verfolgen sollen. Aber Recht oder Unrecht, wir müssen ihm helfen. Er ist einer von uns. Wir retten ihn und beschaffen die Kristalle von Jack und Joe. Außerdem werde ich sie nicht mit dem Mord an meinen Leuten davonkommen lassen. Ralph, Susie, Logan, Birdie, sie verdienen Rache. Und Jack und Joe ein Todesurteil. Also werden sie sterben. Dein Funkgerät. Ja, rauscht manchmal. Geh zu Alberto. Er kann solche Sachen sofort reparieren. Danke. Aber wie ist denn der bitte so eben so schnell gestorben, der eine? Peter hier.
Hauen Sie ab, aber sorgen Sie dafür, dass Sie niemand sehen. Dein aus China. Ihr zwei gebt ein hübsches Paar ab, Aiden. Ich bin auf dem Dach in der Nähe. Wir müssen reden. Jetzt. Es geht um Ihr Leben. Naja. Ist das... Oh. Ey, Junge. Er ist Stufe 1, ne? Ich schwöre. Oder? Ich schlitz sie auf. Oder? Ich kann ja mal gucken. Welche Stufe ist der? 3. Okay, ist trotzdem so. Warte mal. Das kann man mal. Was ist das denn hier? Tipps aktivieren, Waffe wechseln, Kopfverkehr verringern, was ist das denn? Sync. Und Steuerung, achso. Audio? Nee. Oh! Der mir eine Vorteilfrage geschickt. Kann man gleich annehmen. Wo haben wir denn? Wie kann man die denn ausstellen, dass diejenigen, die mit Ton? Das heißt, wer sich mit ihrem Spiel online verwenden kann. Einzelspieler, was heißt denn Einzelspieler öffentlich? Wir hatten Freunde. Nein, aus. So. Du hast jetzt eine Freundeserfahrung geschickt, ne? Hallo? Can you hear me? When you hear me, then jump. Kannst du mich hören? Dann spring. Okay, er hört mich nicht mehr. Hallo? Ist noch da? Ich guck mal selber mal hier. Jo. Shift Tab. Lol, sorry, don't choose to talk. And T-Shirts, so sorry. Can you speak English? No. Komm schnell in den Chat rein, warte mal. Not so good. Why my voice don't work? I said, I see. French here. Jetzt bin ich hier mit jemandem am Schreiben. Ich mach mal einen Cut und wir sehen uns dann später, ne? So, hey Leute. Ja, ich wollte erstmal alleine sein, weil da ist einer. Der ist zwar sympathisch.
Aber da ich sowieso kaum Englisch kann, ist das ein bisschen blöd, miteinander zu reden. Ich mag das nicht so, ne? Auch mit diesem Reden. Klar, mit Deutschen würde ich gerne reden. Oh, lecker Brot. Aber ist ein bisschen weird, ja? Kommt sich hier ein. Naja, komm, wir reden mit ihm. Was wollen Sie? Mir gefällt nicht, was hier vor sich geht, Aiden. Zuerst töten Jack und Joe's Banditen ich mit Harkon reden? Hey? Jetzt macht Sophie sich bereit zum Vergeltungsschlag. Was sind wir jetzt hier? Sie machen doch da nicht mit, oder? Sie sagten doch, ich soll ihr Vertrauen gewinnen. Ich werde Sophies Lager durchsuchen. Deshalb bin ich gekommen, um sie zu warnen. Gerüchte machen die Runde. Sie haben den Lazarus für mich gefunden. Sie könnten sie verdächtigen, ein PK-Spion zu sein. Ich müsste, glaube ich, mal in den Steam offline gehen. Nein, kein... Ich will es nicht. Ja, glaube ich nicht. Ja. Die scheinen sich über jede Hilfe zu freuen. Das sagen sie. Aber diese Leute hassen uns, Aiden. So wie jeden, der mit uns arbeitet. Wenn sie also den Verdacht hegen, vor allem jemand wie Sophie... Ich komme mit denen klar. Das dachte Lucas auch. Und sehen Sie nur, wie es endete. Es wäre ein Jammer, wenn ich sie irgendwo in der Grube mit abgezogenem Fell finden würde. Sind Sie nur hergekommen, um mich zu warnen? Sie haben mir mit dem Lazarus geholfen. Und ich kümmere mich um meine Verbündeten. Sie sind auf einmal auf der Aufgabe angelangt. Sie kämpft einfach nur um Wasser, das ist alles. Ich glaube nicht, dass sie misstrauisch ist. Glauben Sie das wirklich? Sie hasst die Peacekeeper. Sie gibt uns die Schuld, dem Bazar nicht geholfen zu haben. Und auch die Schuld am Tod ihrer Mutter. Wenn wir also anfangen, ihre Leute zu befragen, seien Sie lieber vorsichtig. Danke für die Warnung. Haben Sie irgendwelche Informationen für unsere Untersuchung gesammelt? Sophie fragt sich auch, wer Lucas getötet hat. Was soll sie auch sonst sagen? Die wissen, wenn wir beweisen können, dass Sie Lucas getötet haben, finden Sie von Sophie heraus, wann sie den Angriff plant. Halten Sie mich auf dem Laufenden, wo Sie gerade sind. Seien Sie vorsichtig. Helfen Sie Sophie. Aber geben Sie Acht, Aiden. Wo ist sie denn? Tamam. Ach, er ist wieder. Hallo. Ja, gut geklappt. Dein Ernst? Guten Tag. Dass kein Deutscher hier spielt, ne? Das ist echt schade. Ah, okay. Kann man das nicht irgendwie einstellen, dass man nur Deutsche sieht? Sophie nicht hier. Ich suche besser nach ihr. Hey. Ach so. Das Ding. Ich brauche dieses eine Ding. Das war er. Sophie gesehen. Sophie? Ja, sie ging... Sie meinte... Sie ist dort lang gegangen. Ganz genau. Danke. Warte mal. Da wäre noch was. Noch eine Sache. Da stimmt was nicht. Funktioniert nicht mit... ist kaputt. Das...
Papa fragt, ob was mit deinem Funkgerät nicht stimmt. Noah, es rauscht manchmal, aber solange es funktioniert, lasse ich es lieber in Ruhe. Kann ich dich was fragen? Sicher. Aiden ist mein Name. Vincenzo. Aiden, wie bist du zum Pilger geworden? Heißt das, du bist ein Mörder? Vincenzo. Warum? Was? Warum? Warum? Papa, ich frage, weil ich neugierig bin. Sagst du es mir, Aiden? Ich bin nicht besonders interessant. Ich musste ein paar Leute töten. Ich bin aber kein Mörder. Pilger zu sein ist für mich nur noch ein Mittel zum Zweck. Welcher Zweck? Vincenzo, lass ihn in Ruhe! Um die einzige Familie zu finden, die ich je gekannt habe. Hast du? Noch nicht, aber ich bin vielleicht nah dran. Ich hoffe, du hast Erfolg. Ich habe Federico nie gefunden. Wen? Federico. Ich müsste mein bester Freund. Eigentlich ein paar Sachen erledigen. Wir kannten uns schon ewig. Er verschwand wie die anderen Kinder. Wegen dieser beschissenen Tests. Tests? Du meinst GRE-Tests? Weißt du, dass sie versucht hatten, hier einen Impfstoff zu entwickeln, als sie die Mauern bauten? Alles brach innerhalb von wenigen Wochen zusammen. Eines Tages verschwand Federico einfach so. Wir hatten Fußball gespielt. Ich ging danach nach Hause. Er auch. Und ich sah ihn nie wieder. Ich bin sicher, dass sie ihn geschnappt haben. Und das ist noch nicht alles. Weißt du, er war nicht das einzige Kind, das in jenem Winter verschwand. Vor allem stört den anderen Spieler immer noch nicht im Game. Zwei Mädchen verschwanden zur gleichen Zeit aus dem Nachbargebäude. Und noch weitere in der ganzen Stadt. Und keines der Kinder wurde je gefunden? Nein, aber nach dem, was Federicos Mutter sagte, glaube ich zu wissen, was passiert ist. Schau dich auch nicht. Federico war einen Monat zuvor mit Lungenentzündung im Krankenhaus gewesen. Seiner Mutter wurde mitgeteilt, dass ein GRE-Doktor Blutuntersuchungen angeordnet hatte, aber sie wollten ihr nicht sagen, warum. Eine Woche, nachdem er aus dem Krankenhaus entlassen wurde, war er verschwunden. Warte doch. Kannst du dich an den Namen des Arztes erinnern? Keiner kannte ihn. Und im Krankenhaus rückte ihn niemand heraus. Nur, dass er sich um geheime GRE-Angelegenheiten kümmerte. Dann brach überall die Hölle los. Die GRE brach zusammen. Danach wurden einige der Kinder im Zentralring gesichtet. Aber nicht Federico. Jeden Tag frage ich mich, was mit ihm geschehen ist. Ich hoffe, dass er am Leben ist und dass du ihn irgendwann findest. So, ich mach mal kurz einen Cut. Wir sehen uns gleich. Oder beim nächsten Mal. Ja, Leute, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ich sag gar nichts, ich zeige es einfach. Kann man hier vielleicht sehen? Weiß ich gar nicht. Ah, ein paar neue Sachen, ne? Ja! Gleiches Problem wie bei Alex. Er hat den anderen Bildschirm abgecaptured. Warum auch immer. Ich habe dann nochmal die App gestartet, also das Programm. Es wollte von mir ein Update. Wahrscheinlich lag es eher daran. Und ich muss mich neu anmelden. Und ja, ich nehme mal alles mit GeForce Experience auf. Bei OBS, ja, dauert mir zu viel. Ich muss einfach hier bei GeForce Experience einfach nur auf F8 drücken, Alt F8 und dann pam, nimmt er auf. Ja. Der Wasserturm haben wir abgeschlossen. Der Überfall haben wir abgeschlossen. Genau, die zwei waren das nur, ne? Es hat mich so abgefuckt. Das waren eine Stunde 45 Minuten. Eine Stunde 45 Minuten. Die einfach weg sind. Futsch. Deswegen zocke ich jetzt wieder einen Tag später weiter. Ich habe hier das habe ich abgegradet. Und hier bin ich auf eine Stufe und da auf eine Stufe gegangen.
es tut mir so leid. Ist halt passiert, ne? Wie zu machen. Sicherheitszone, okay, gewöhnlich. Wir können. Ich hatte gestern hatte ich nicht so viel Glück mit Leuten. Nur einen habe ich gerufen können. Der ist aber irgendwie nach einer Zeit verschwunden. Keine Ahnung warum. Anderson? Frag mich nicht. Sag was. Was denn? Zum Beispiel, warum du zu den PKs gegangen bist. Ich hatte eine jüngere Schwester, Olivia. Eines Tages ist sie verschwunden. Sie und ihre Freundin. In der einen Minute waren sie noch da und dann konnten wir sie nicht mehr finden. Wir haben nie wieder eine Spur von ihnen gefunden. Sie war damals 7 Jahre alt. Ich war 14. Schon bald hörte ich Gerüchte, dass die GRE Kinder für Tests entführte. Und das von der Armee verschleiert wurde. Sobald es möglich war, verpflichtete ich mich also für die PKs, weil sie die Armee und die GRE genauso hassten wie ich. Und das war's. Okay, Aiden, hör mir zu. Jeder Ausgang hat eine Notstromversorgung. Such nach den Notstromaggregaten und beeil dich. Ich glaube, ich habe nicht mehr viel Zeit. Okay. Bevor wir das tun, ich muss euch noch die Story-Trailer zeigen, die ihr verpasst habt. Das will ich euch nicht entgehen lassen. Aua, das war nicht so gut. Das ist so ein Parcours-Spiel, ne? Ja, ich blende mal ein. Oh, wir haben Hilfe. Hi. Wir sind hier. Gut. Sie hatten recht. Es war eine Falle. Sieht aus, als wären sie der Wahrheit recht nahe gekommen. Entweder haben die Lukas umgelegt, oder sie wissen, wer es getan hat. Wir bringen sie zum Reden. Und wie wollen sie das anstellen? Indem ich die Kontrolle über den Wasserturm übernehme. Jack und Joe sind irgendwohin abgedampft. Im Turm sind höchstens noch Nachzügler. Das ist die einzige Wasserquelle in der Gegend. Und wer das Wasser kontrolliert, kontrolliert Old Villador. Sie wollen ihn also mit Gewalt einnehmen. Das könnte ich. Nachdem die Banditen weg sind, wird der Basar nun Wachen am Turm aufstellen. Sobald die PKs sich blicken lassen, wird es zu einer Auseinandersetzung kommen. Gut. Aber ich will Ihnen keinen Kriegsgrund liefern. Wenn wir jedoch den Turm heimlich erobern, würden wir sie vor vollendete Tatsachen stellen. Ich soll mich also da reinschleichen. Ja, und die Sprengladungen entschärfen, die Jack und Joe hinterlassen haben. Jeden erledigen, der noch dort oben ist. Aber seien Sie vorsichtig. Der Turm ist das höchste Gebäude in der Gegend. Und der einzige Weg nach oben wurde abgesperrt. Ich kann's versuchen. Scheint ja wohl gerade die einzige Lösung. Also gut. Los geht's. Wenn Sie das schaffen, haben wir ein massives Druckmittel gegen den Basar, damit Sie uns sagen, wer der Killer war. Die wollen uns doch nur verarschen. Entweder die Arschlöcher vom Basar oder die PKs. Die werden hinter uns her sein, sobald wir hier runterkommen, Kumpel. Scheiße, wir haben verloren, Mann. Können nicht gegen alle kämpfen. Deshalb ist jetzt die Zeit für ein Feuerwerk. Keiner kommt hier lebend raus. Jo, ich will nicht sterben, du Arschloch. Hey, wer ist da? Stopp! Oder wir jagen den verdammten Turm in die Luft. Das schwör ich. Ich hab die Bomben gefunden. Reden wir. Die Zeit zum Reden ist vorbei. Wir jagen diesen verdammten Turm in die Luft. Ihr kapiert nicht. Es ist vorbei. Ich will, dass es vorbei ist und die Stadt sicher verlassen. Helft mir, dann helfe ich euch. Mach dir nichts vor, Jack. Niemand wird uns hier lebend rauslassen. Schau, ich bin ein Pilger. Lasst uns das Teil einfach hochjagen. Mach nur. Ich weiß, dass du es nicht tust. Hör nicht auf ihn, Jack. Es ist vorbei. Jag ihn hoch. Ich weiß nicht. Ich habe Angst. Joe, warte. Joe. Hey, ist das
das nicht der Pilger vom Bazar neulich? Vielleicht. Pilger oder Papst? Na und? Ach, kapierst du's nicht? Wenn er ein Pilger ist, dann kann er uns hier rausbringen. Aus der Stadt, an einen sicheren Ort. Ich trau diesem Mistkerl nicht. Du traust niemandem. Ich hab dir gesagt, versuch's auf die nette Tour mit Barney, als wir die Chance hatten. Hör doch wenigstens einmal auf mich. Nette Tour mit Barney? Wozu? Damit er endlich aus dem Bazar abhaut. Nach dem, was wir von den Peacekeepern erfahren haben. Wir haben den Pisser gewarnt, ihm eine Chance gegeben, abzuhauen. Aber er hat sich für cleverer gehalten. Barney gewarnt? Wovor? Naja, unter anderem vor Lukas, der ihn wegen Waffenhandel rankriegen wollte. Er hatte schon seit Wochen eine Falle für ihn ausgelegt. Und anstatt die Höflichkeit zu besitzen, sich zu verziehen, hat er versucht, schön Wetter zu machen. Du meinst, Barney wusste, dass Lukas hinter ihm her war? Der Idiot wollte einen Krieg in Old Villador vom Zaun brechen. Wenn du mich fragst, Krieg ist das Letzte, was wir brauchen. Geld, Kristalle, das ist eine andere Geschichte. Deshalb wollte ich diesem tollwütigen Hund und seiner Schwester ein Ende setzen. Also, Pilger, hilfst du uns aus der Stadt oder was? Komm runter, Joe. Ich werde mich verdammt nochmal nicht beruhigen. Bring uns raus aus der Stadt, Pilger, zur nächsten sicheren Siedlung. Und keiner wird hier sterben. Ich kann euch aus der Stadt bringen, aber zuerst muss ich noch was anderes erledigen. Versteckt euch irgendwo und wartet. Klingt ziemlich riskant. Wer wagt, gewinnt. Er lügt, Jack. Es gibt keine andere Chance. Scheiße! Das gefällt mir nicht. Verdammt nochmal! Aber okay. Wir warten in den Tunnel auf dich in der Nähe vom Tango-Motel. Wir schicken dir ein Signal, wenn wir dort sind. Gute Entscheidung. Jetzt gib mir den Sprengzünder, Jack. Hier ist irgendwas. Was zum Teufel? Oh, fuck. Das ist Menschenhaut. Hakon, ich habe das Tattoo, das sie Lukas herausgeschnitten haben. Verdammte Freaks. Was? Ja. Oh, ich kotz gleich. Hau sofort ab da. Wir sagen es Rico und... Warum durchsuchst du die Sachen meiner Schwester? Wusste nicht, dass sie in diesem Loch Pilger als Haushälter anstellen. Häutest du dich, Barney? Was zum Teufel ist... Wir haben nicht... Ein kleines Stück von Lukas als Andenken an ihn, du Perverser. Fick dich! Netter Versuch. Das gehört aber nicht mir. Ich bring dich um, du Huren... Mädchen. Sie war nicht hier. Sie hat sich schon seit einigen Stunden nirgends blicken lassen. Wissen Sie, was das bedeutet? Er wollte angeben. Der Hurensohn wollte beweisen, dass er Lukas getötet hat. Bist du jetzt also Kannibale oder so ein Scheiß, Barney? Das war ich nicht. Er war das. Er hat mich reingelegt. Okay. Wir bringen ihn zum Bahnhof. Er wird schon noch früh genug auspacken.
Gute Arbeit, Aiden. Treffen wir uns in meinem Büro. Es wird Zeit, dass ich meinen Teil der Vereinbarung erfülle. Sie haben den Commander getötet. Wer hat Ihnen das eingeflüstert? Ihr kranker Kopf oder Ihre kleine Schwester? Sie kann mich mal. Ich habe den Kerl mehr gehasst als die meisten anderen. Aber nicht einmal ich bin so dumm, dass ich ihn getötet hätte. Wen ich auch immer erwische, und sei es auf frischer Tat, Sie bestreiten es immer, bis zum bitteren Ende. Sie sind vielleicht dumm genug für sowas. Vielleicht sind Sie sogar ein Idiot. Versuchen Sie mir so auf die Nerven zu gehen, dass ich Sie gleich hier töte? Nein, 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 nein. Das ist nicht meine Art. Sie kommen vor Gericht und werden verurteilt. Warum hast du sein Tattoo rausgeschnitten? Ich sag dir, ich habe keine Ahnung, weil ich es nicht gemacht habe. Ja, manchmal drehe ich durch, klar. Aber ich bin kein verfluchter Psycho. Sie sind der größte Psycho, den ich kenne. Sie wurden angeheuert, um Lukas zu töten und sollten Beweise liefern. Stimmt's? Bisschen Konzentration, du beschissener PK. Ich war's nicht, verstanden? Beweisen Sie's. Scheiße, sogar ich weiß, dass Sie mir gar nichts anhängen können, wenn ich meine Unschuld beweisen muss. Lernt ihr das nicht in der PK-Schule, ihr blöden Wichser? Zeitverschwendung. Du bringst also Lukas um. Und was dann? Keine Ahnung, Arschloch, weil ich es nicht war. Wenn man mich angreift, wehre ich mich. Aber ich bin kein kaltblütiger Mörder. Vergessen Sie es, Aiden. Solche Dreckskerle wollen nur Unruhe stiften. Darauf stehen Sie. Wir sind hier fertig. Dieser Idiot rückt mit der Wahrheit eh nicht raus. Warum sollte ich lügen? Wenn ich euch anlüge, hätte ich weniger zu gewinnen, als wenn ich Lukas getötet hätte. Was ich nicht gemacht habe. Erwarte keine Vernunft von jemandem, der ein Extragehirn braucht, um seinen Schließmuskel zu steuern. Na, Sie sind es doch, der aus seinem Arschloch spricht. Lasst mich verdammt nochmal zufrieden. Dieser Fetzenhaut ist ein Beweis. Ein stichhaltiger. Verschwenden wir keine Zeit mehr an dieses Stück Scheiße, Aiden. Er kommt noch früh genug vor den Richter. Mit Urteil Todesstrafe. Und unsere Vereinbarung? Die steht noch. Gehen Sie zu den U-Bahn-Tunneln. Ich treffe Sie dort, nachdem wir Barney entsorgt haben. Aber eine Sache noch. Ich brauche einen Gefallen. Und der wäre? Wenn Sie im Stadtzentrum sind. Meine Frau und meine Kinder sind dort. Können Sie ihnen etwas von mir geben und ihnen sagen, dass ich in Sicherheit bin? Gibt's keinen, dem Sie mehr vertrauen und der sich darum kümmern kann? Vielleicht nicht. Solange das kein Arsen ist und Sie versuchen, mir was anzuhängen? Ist es nicht. Adresse steht drauf. Wir sind's. Wer ist denn wir? Aita lässt uns ins Stadtzentrum. Hast du seinen Befehl nicht erhalten? Namen? Hakon. Und du? Aiden. Hey, das ist unser Mann. Lass sie durch. War das? Jedenfalls nichts Gutes. Sollen wir warten? Wir müssen weiter. Die Ventilatoren sind alle aus. Ohne die gehen wir hier irgendwann zugrunde. Giftige Dämpfe. Wie viel Zeit haben wir? Gar keine oder noch weniger. Im Wartungstunnel müsste eine Belüftungskonsole sein. Geh hin und versuche sie einzuschalten. Ich schau mal, was ich gegen diese Stromschwankungen tun kann. Nur hoffentlich kennst du dich mit Strom so gut aus wie mit Frauen. Wenn du weiter solche Sprüche reißt, kriegst du Ärger. Du Pappnase. Da ist die Belüftungskonsole. Okay, ich schalte ihn ein. Scheiße, der will nicht anspringen. Hörst du mich? Ich bin am Generator, aber er geht nicht. Ist wohl überlastet. Es gäbe zwar eine Lösung, aber die wird dir nicht gefallen. Na, sag schon. Wir müssen einen der Sektoren abschalten. Dann kann ich ihn direkt an die Ventilatoren anschließen. Und weshalb gefällt mir das nicht? Weil ich das Licht ausschalten muss. Komplett. Das heißt, du musst im Dunkeln weitergehen. Probieren wir es. Bist du sicher? Natürlich nicht, aber bleibt uns eine andere Wahl? Okay. Auf drei. Eins. Zwei.
3, jetzt! Du siehst ab. Hey, Kleiner. Alles okay? Sag was. Entspann dich, alter Sack. Alles gut. Wen nennst du hier einen alten Sack? Rotzlöffel. Was ist das? John Michael Novak. Was? Ein alter Freund von mir. Die Stadt ist voll mit seinen Graffitis. Ziemlich cool. Da drüben müsste noch eins sein. Hörst du das? Nein, das bildest du dir nur ein. Ich schau mir das mal an, damit das nicht das letzte Geräusch ist, das wir am Leben hören. Bleib, wo du bist. Okay. Hier. Oben muss was passiert sein, Aiden. Das hat sich nicht gut angehört. Na super. Gib mir den GRE-Schlüssel. Ich versuche, die Barrieren zu öffnen. Ich weiß, was zu tun ist. Wie soll dir das helfen? Du hast doch schon einige GRE-Sachen damit geöffnet, oder? Diese Barrieren sind eben auch von GRE. Ich suche den Kontrollraum und öffne damit die Barrieren. Aber du steckst fest. Auf dieser Seite sind Klappen zum Wartungstunnel. Ich suche den Kontrollraum. Gib mir den Schlüssel, sonst ersticken wir beide noch. Okay. Hier. Ich schau mal nach der nächsten Klappe. Das schaffen wir auch. Ehrenwort. Hakon? Hakon! Hakon, wo bist du? Lass mich hier nicht alleine! Verdammt! Scheiße, hier geht es auch nicht! Okay, warte, ich habe noch eine Idee! Was? Nein, 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 hau bloß nicht ab! Vertrau mir! Wie soll ich dir denn vertrauen, Hakon? Mann! Hakon, lass mich hier nicht alleine! Oh Gott, verdammt! Denk dir lieber was aus! Und zwar schnell! Was machst du hier? Aether hat mich geschickt. Wo ist dein Kumpel? Hakon wollte die Sperren öffnen. Warum das denn? Warte noch einen Moment, ich hol dich gleich raus. Mach! Meine Infektion ist im roten Bereich, gleich war's das! Das wird dir helfen. Danke. Endlich. Hier, nimm die Sprengladungen. An den Schienen entlang verläuft ein technischer Korridor. Ich soll also die Wand sprengen. Hast du eine bessere Idee? Uns läuft echt die Zeit davon. Hast du Hakon irgendwo gesehen? Nein. So langsam habe ich den Verdacht, er hat mich reingelegt. Da wärst du nicht der Erste und nicht der Letzte. Warte. Antizin. Ich versuche durchzuhalten. Lange geht das aber nicht mehr. Du lernst schnell. Gut. Jetzt mach. Ich gehe wieder zum Ausgang.
Hier haben wir das zweite Arschloch. Schnapp ihn, bevor die PKs zurückkommen.